Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Ich bin der Felix und mit dabei ist wieder mal der Maximilian. Grüß Moin. Göttle. Leute, wir haben heute was Krasses vor. Also wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Es ist echt krass, ja, voll. Maximilian, erklär du mal. Okay, also neue Strecke, gestern gebaut, der Northeast Corridor von New York nach Washington. Wir Verrückten haben noch uns gedacht, wir brauchen noch eine Diesellok, weil die ACS64, die haben wir ja schon. Wer die Demo vor 3 Jahren gesehen hat, der kennt das Ding schon. Aber die fährt ja nicht im Güterverkehr und ist außerdem eine Elektrolok. Wir wollten noch einen Diesel haben. Und ich meine, welche Diesellok, wenn nicht die EMD ST40-2? Wer sich ein bisschen mit amerikanischen Dieselloks auskennt, der wird sich jetzt denken, ja, okay, was sonst? Diese Maschine haben wir 7 oder 8 Mal an dem Zug. Ich glaube 7 Mal. Ja, 7 Mal müsste es sein. Und noch dazu haben wir ja so 75 Güterwagen ungefähr. Also ein richtig langer und schwerer Güterzug mit einem Gesamtgewicht von knappen, keine Ahnung wie viel Tonnen, sehen wir gleich, über 1 Kilometer lang. Und damit fahren wir einen Fahrplan vom Northeast Corridor von kurz südlich von New York bis Princeton Junction. Veranschlagt ist eine Fahrzeit von 45 Minuten. Schauen wir, ob wir das hinkriegen, werden wir sehen. Und ja, ich setze jetzt einfach mal mein Spiel fort. Der Felix steigt bei sich ein und dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Würde ich auch sagen. So, Ich würde sagen, Batterie. erste Aktion Motorstart, weil die dauert. Genau. Go. Ja, bei mir läuft das schon hoch. Alter Finne, ey, ich bin immer wieder bei diesem Motorstart. Ja, der ist einfach nur cool, oder? Ja. So, und dann andere Systeme an mir. Das drehen uns mal. Klimaanlage aktiviert. Klimaanlage deaktiviert. Sonnenlichter aktiviert. Sonnenlichter deaktiviert. So. Der Motor tut da noch was. Und jetzt Federspeicher gelöst. Ist er fertig gleich. Meiner ist immer noch am Starten. Ja, meiner auch. Du hörst mich noch, gell? Ja. Okay. Motor aktiviert. So, da ist er. 20.182.337 Jetzt war er auch fertig. Pfund. Okay, wir Jawohl. fahren mit imperialischen Maßeinheiten. Oh Gott, umgestellt und Steuerung U-Schalt M funktioniert auch. Ich habe immer Steuerung M gedrückt. Ja. Beziehungsweise Felix, du kannst eigentlich mit Deutschen fahren, dann haben wir beides mal. Okay. Wir gucken mal rein in den Bordcomputer. Genau, mach das mal. 87% Sandzustand. Was ist 8 Passagiere? Wieso 8 Passagiere? Ich dürfte bei der Lok versehentlich eine 1 eingegeben haben bei den Maximalpassagieren, aber ich meine, egal. Leitung. 4088 Kilonewton. Boah, 17.000 irgendwas Kilowatt, yo. Ja, genau. 105 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Zuggewicht 9.000. Boah, 9.155 Tonnen. Ja, etwas über 20 Millionen Pfund. Länge 1527 Meter. Ich glaube, sowas Langes sind wir noch nie gefahren. Nein, ich glaube auch nicht. So, ich löse jetzt mal die Hauptbremse und 32, lege da so ein 22. bisschen die Fahrbremse rein. Ja, ich für meinen Teil muss eh schon los. Ich bin schon 20 Oh, Sekunden ich zu auch. spät. Ja, okay, let's go. Ich fahre mit der Glocke hier raus, wie es gehört. Ja, habe ich jetzt gerade auch eingeschaltet. Wir dürfen direkt auf 105 beschleunigen, wie es aussieht. Ja, dürfen wir. Ist das ein geiles Teil?
Ja, sie ist einfach nur wild. So, wann können wir die Glocke ausschalten? Ja, ja, du kannst sie schon wahrscheinlich. Ich lasse immer so die ersten 100 Meter oder so an. Und wir gehen mal raus und lassen immer an uns vorbeifahren. Jetzt wird's witzig. Das dauert. Hey Leute, wenn hier jetzt was passiert haben, brauchen wir einen Spaß. Dann haben wir ein Problem. Ja. Es kommen wieder Wagen und es quietscht. Ja, ich habe mein TWS gerade ein bisschen leiser gedreht. Also meine rollt immer noch an mir vorbei. Ne, ich bin wieder reingesprungen, weil da kam gerade so eine Kurve, glaube ich, und dann hat gerade angefangen zu quietschen. Ah ja. Oh, jetzt kommt gerade die Meldung, dass mein gesamter Zug den Bahnsteig machen lassen kann. Bei 75 Kilometer pro Stunde. Ja. Das ist irre. Also Leute, wer den Film Unstoppable kennt, der wird wissen, mit was für einer Lok wir hier gerade unterwegs sind. Ja, genau. Die SD40-2 ist genau die Lokomotive, die als Inspiration für Unstoppable gedient hat. Da gab es einen wirklichen Zwischenfall, gell? Also, Crazy Ace. Ich fahre übrigens gerade ohne AFB. Ich fahre auch ohne AFB. Oh weh, stopp, jetzt habe ich die AFB gerade noch eingeschaltet. Der bin gerade abgebremst, verstehe ich. Ich bin bei 55 Meilen pro Stunde, also knappe 90 km/h. Ja, ich habe gerade die 90 abgedeckt. Jetzt gerade bin ich bei 90 angekommen. Ja. Ich bin bei 57 Meilen pro Stunde. Ich habe gerade mal kurz umgeschaltet und habe gerade mal nachgeguckt. Mhm. Also, habe ich dir schon erzählt, was wir ziehen? Nein. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr genau. Es ist ziemlich irre. Und wir haben von den meisten Wagen volle und leere drin. Wir haben. Aber die klingen alle gleich, gell? Das ist einfach nur, weil wir am Anfang 20 geschlossene Hoppercars haben. Ja, ich lasse ihn gleich nochmal an mir vorbeirauschen. Ja. Wir haben jedenfalls geschlossene Wagen, offene, Flachwagen und Boxcars. Dann lasse ich mal an mir vorbeirollen, die mit fast 150, mit fast 105. Ich bin nämlich gleich auf Höchstgeschwindigkeit. Ja. Ich bin auch auf Höchsttempo. Jetzt gerade angekommen, ja. So, jetzt kommt gleich die nächste Lok, glaube ich. Ja. Alter! Ah, jetzt kommen andere Wagen. Genau, ich bin auch draußen dort. So, jetzt kommt die Lokomotive. Jetzt fängt er wieder an zu quietschen. Nö. Bleib doch einfach da, es hört eh gleich auf. Bei mir ist jetzt das zweite Lokpaar. Alter! Wie viele Loks waren bei dir schon? Ich bin nicht durch. Der ist schon wieder vorbei. Leute, das ist einfach nur irre, was wir hier tun.
Aber die fahren in Amerika so, gell? Ich weiß, ich weiß. Jetzt kann ich mit den Meilenangaben etwas anfangen, weil im Film hat Stoffel gesagt, er fährt fast mit 70 Meilen. Und wir haben jetzt 65 65. Meilen, dann ist das ja noch schneller. Wir fahren schon 105. Ach du Scheiße, die müssen da echte Probleme gehabt haben. Ja. Vor allen Dingen fahren die rückwärts. Wusste Ja. nicht. Aber das ist bei diesen Lokomotiven recht egal tatsächlich. Du siehst nach vorne und nach hinten recht gut aus bei den amerikanischen. Ja, da musst du aber mal eine Rückwärtsfahrt bei den amerikanischen einbauen, oder? Ah, na, lass mal. Die ja. ist vom Programmieren her definitiv nicht einfach. Eigentlich fast nicht umsetzbar tatsächlich. Von dem her, wie ich das gebaut habe bisher. So, jetzt sind bei mir die vorletzte und letzte Lok gerade. Dieses leise Klicken da ausblendet, klingt richtig geil. Das kann man eigentlich fast ausblenden. Ja, ich höre das gar nicht mehr. Und wie gesagt, ich habe auch Aufnahmen gehört von echten, wo das so ist. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie dürfen wir das haben. Was haben wir denn eigentlich für einen Rollsound? Weil normalerweise, ich habe das gehört, da wackelt ja das ganze Ding fast, gell? Bei denen? Ich weiß nicht, von welcher Lok ich da denn gesonnen habe, keine Ahnung. Da brauche ich eigentlich noch so einen richtig passenden Rollsound dazu. Müssen wir noch finden irgendwo, ja. Können wir mal suchen. Ja. Jetzt ist bei mir alles vorbei. Ja, ich bin schon eine ganze Zeit wieder drin. Ich bin jetzt bei 61,3. 61,3 was? Bis zur nächsten Station. Ach so. Ja, ich habe den Verdacht, dass der Zug so lang ist, dass mein PC rechnerisch damit überfordert ist. Ja, Der war nämlich soundtechnisch langsamer als von der Geschwindigkeit her. Ja, das ist bei mir nicht das. Bei mir ist das bei den ersten paar Wagen, aber dann fängt das meistens. Ich bin jetzt bei 66 angekommen. Ja, okay, ich habe noch 71.000 Yards, aber gut, das kommt sogar hin. Ich bin ein bisschen hinter dir, wahrscheinlich wegen diesem Performance-Ding. Ich bleibe Nein, einfach drin. stopp! Stopp, AFB, hör auf! Nein! Das sollte ich AFB noch nicht drehen, weil sonst bremst der mir immer ab, wenn ich aus Versehen einschalte. Ja, eben, was drehst du hier rauf? Geschwindigkeitsänderung auf 149 km/h in 40.023 Yards voraus. Was meinst du? Warum du die auch aufdrehst? Ich bin aus Versehen auf Takt gekommen. Ich Dann nicht bin auf aktiv. Q. Ach so. So, ich habe jetzt gerade die Fernlichter aufgedreht. Bitte? Ich habe gerade die Fernlichter aufgedreht. Die habe ich mal Aufrüstung schon mal gemacht. Ja, ich habe es noch ausgelassen. Habe ich die AFB gerade eingeschaltet. Wir haben übrigens ein Problem, ne? Wenn die AFB diesen Zug anzieht, auch schon den normalen, hat der Probleme bei Stufe 3 überhaupt anzuziehen, weißt du? Ja. Ja, wir sind definitiv nicht an der Lastgrenze von den SD40-2, aber ein leichter Zug ist es nicht. Nein. Nee, nee, nee. Also 70 Meilen, wie viel wären das ungefähr? Wie viel km/h? Sind das 70 ungefähr? Meilen? Ähm, 112, 113 und sowas. Ja, ich hätte gesagt, wir hätten ja auch 110 geben können. Ja, eh. Aber wie gesagt, es gibt halt abgesehen davon keine verifizierten Berichte, dass der SD40-2 mal so schnell war in der Ebene. Leute, wenn man hier wirklich nicht aufpasst, rollt ihr einem weg. Das ist wirklich so. Ja. Ich mache gerade mal einen Bremstest. Nicht ganz runter, sondern nur so ein bisschen. Damit ich weiß, wie er sich verhält. Mit welcher? Minus 5. Nur Gut. damit ich weiß, wie er sich verhält. Da mache ich auch gerade. Aber das geht noch. Das geht ganz gut sogar. Ja, bremsen kann er. Beschleunigen mal wieder hoch. Brauchst du nicht, du kannst ihn einfach rollen lassen. Ich habe schon hochbeschleunigt, von daher macht er gerade schon. Ich gehe jetzt auch mal auf Fahrstufe 8, einfach nur weil es cool klingt. Gell?
Erst wenn der Kopf beschleunigt auch 8, gell? Ja. Natürlich. Ey, das klingt einfach nur irre, dieser Druck, der ist einfach so Hammer. Mhm. Wir müssen noch Abdrehsound und eine andere Hupe für ihn finden. Ja, genau, genau. Ja, die Hupe, die passt für Passagierverkehr, aber die passt nicht wirklich für Güterverkehr. Und Fahrstufe abdrehen, bitte. Genau. Ich habe jetzt gerade mal so getan, als wäre ein Bahnübergang. Aber gehupt oder was? Na, es gibt ja ein spezielles Hupzeichen in den USA für den Bahnübergang. Welches? Zweimal lang, einmal kurz und dann so lang gedrückt halten, bis du über den Bahnübergang rüber bist. Oha. In dem Video, das ich dir gestern geschickt habe, die Hubfolge am Anfang, wie ist das genau? Okay. Uhr 18, 3 Uhr 24. Ich habe irgendwie so den Verdacht, dass ich das nicht pünktlich schaffe. Wieso? Weil ich noch 66.000 Yards habe. 2 Uhr 51, 34. Und nur noch 35 Minuten oder so. Nee, das schaffen wir nicht. Was hast du ihm denn als Höchstgeschwindigkeit gegeben? Ich habe ausgerechnet, wie lange er mit 100 für die Strecke bräuchte und dann noch ein paar Minuten draufgehauen. Ich habe unterschätzt, wie lange das Ding zum Beschleunigen braucht. Ja. Also mit einer SD40-2 ganz alleine, da ginge das schon. Ja, mit dem DX hebst du ja fast ab, wenn du beschleunigst. Mhm. Die geht ab wie irre, aber auch nur im unteren Bereich. Sie verliert dann relativ schnell an Leistung. Leider. Sie hat halt auch nur 3000 PS, das ist einfach so. Mhm. Was ist eigentlich die stärkste Diesel-Lok, die du kennst und die du mal bauen könntest? Weil das wäre mal interessant, was man damit anstellen könnte. Der stärkste Diesel, den ich kenne? Also außer die Klasse 66. Die Class 66 hat selber auch nur 3500 PS. Ja, wirklich. Die kann schon was, gell? Aber sie hat nur ein bisschen mehr Leistung als die SD40-2. Hm. Sie wirkt nur so, als könnte sie so viel mehr ziehen, weil in England die Züge leichter sind. Okay, zurück zu meiner Frage, weil das wäre mal interessant, was man damit anstellen könnte. Ja. Boah, frag mich nicht, wie sie heißt, genau. Was die, ja, ich glaube, die General Electric ES6000 AC. Okay. 6000 PS. Yo! Höchstgeschwindigkeit? Ach, auch sowas. 10. Es gibt auch noch andere mit 6000 PS. Aber ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ich glaube, von AMD, die SD70 Ace hat's auch. Wäre doch mal ein Projekt, oder? Ja, schon. Wenn wir Sounds finden. Ja, allerdings, das ist das Problem. Die SD70 Ace von AMD, also die große Schwester und Nachfolgerin von der SD40-2, die wir hier fahren, die hat, lass mich jetzt nichts Falsches sagen. Das ist 2,5 mal ein Taurus. Wie viel PS hat sie? Ich glaube auch 6000, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also mit dem Ding, der könnte ordentlich was wegziehen. Oh ja, die wird allerdings auch echt Spaß machen, ja. Ja, also, neues Objekt. Ja, aber wir müssen Sound für den Motor finden, das sollte nicht das Problem sein. Ich muss nur Sounds für den Motor finden, aber das sollte nicht das Problem sein. Also, virtueller Anschlag? Ja, mach mal, mach mal. Das wird genial, glaube ich.
schön wäre noch so eine Güterstrecke, wo man noch so ein paar Halte mit hat, weil ich glaube, anhalten mit dem Ding wird nachher witzig. Anhalten wird witzig, ja, glaub mir. Ich überlege, ob ich mit AFB bremse, dass ich die AFB dann erstmal auf 20 oder 1500 regeln und dann abbremsen lasse. Du kannst ja mit AFB bremsen und ich bremse normal und wir schauen, ob irgendwer von uns richtig stehen bleiben kann. Ja, okay. Challenge accepted. Ja, ich bin mir so nicht sicher, ob das funktioniert. Ja, oh, ich fahre durch irgendeine Kugel. Nee, Brücke oder was auch immer das war. Ist immer noch die Dings, gell? Die Weichen, die wir machen wollen. Ja, genau, stimmt. Aber wir haben ja Zeit. Ja, voll. Ich habe heute frei, ich habe morgen frei, Samstag und Ich auch. Sonntag arbeite ich, aber danach habe ich auch wieder frei. Montag auch. Ja? Ich auch. Also Montagabend bin ich weg. Bin ich in Wien. Aber ich denke mal, heute kriegen wir noch einiges geschafft, gell? Ich glaube auch, ja. Das wird witzig. Ja, da bin ich mir sicher. Der Tag wird heute noch richtig, richtig spaßig bezüglich TWS, glaube ich. Leute, ihr könnt euch noch auf einiges freuen. Ja, allerdings. Ich Auf hoffe unseren es. Kanälen hier, also wirklich. 2:56, 24. Und 2:24, 0. ja. 24.600. Wie weit hast du noch? 45,5, genau. Wir stellen jetzt auch mal um. Inkulage. Metrisch. 45,5? Ich hab noch 55,7. Alter, wo bist denn du? Ja, wie gibt's das? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Sehr schräg. Fährt sich der TWS vielleicht zwischendurch wegen der Rechnerleistung mal fest? Kann das sein? Ja, mein Rechner arbeitet. Nee, es kann schon sein, dass der mit dem langen Zug nicht klarkommt, ja. Ja, das ist meiner hat 16 GB RAM hier unter der Haube. Ja, ich glaube, meine hat 8. Aber das ist in dem Fall gar nicht so das Problem. Das größere Problem ist eher die Prozessorleistung wahrscheinlich. Ja, 240 km/h voraus, da können wir unserer Locken von träumen hier. Absolut keine Chance. Also Leute, wie gesagt, freut euch auf das, was hier noch kommt. Also das wird noch richtig interessant und ich glaube richtig, richtig witzig. Das glaube ich auch, ja. Was wollen wir uns denn heute mal vornehmen, Maximilian? Also so einen kleinen Plan haben, was wollen wir machen? Och nö. Gute Frage, was magst du besonders, also was willst du fokussieren? Stopp! Stopp! Was? Ach, schon weg. Okay, Gott sei Dank. Wegen anderen Sprachen. WhatsApp rein, den hat er durchgegeben. Scheiße. Ernsthaft? Ja. Du hast doch nicht stören dann. Dachte ich auch. Egal. Wir ignorieren das. Zwei Uhr 58, 56. 3:24, 0. 25.133 Meter. 2:59, 1. Ja, ich glaube, mein Computer ist überfordert mit dem langen Zug. Weil ich habe jetzt laut dem Computer so 18 Kilometer oder so zurückgelegt in 20 Minuten und ich meine, bei 100 km/h müssen das deutlich mehr sein. So, ich habe gerade mal der Person geschrieben, ich kann gerade nicht. Ich habe jetzt noch 40 Kilometer, also 40,8, 40,7 jetzt. Ich habe noch 52. Oh.
glaube ich, doch deutlich eher anfangen zu bremsen. Wollen wir das hier nochmal durchfahren? Ich mach das jetzt nimmer. Weil ich glaube, da hängt er sich auf. Bei mir geht es ohne Probleme. Ja, es sollte bei mir eh auch ohne Probleme gehen, aber das ist ein Geld, das ist ein. So, die zweiten Loks, Hallöchen. Och, jetzt quietscht er wieder. Ich hoffe, dass bei WhatsApp mein OBS jetzt nicht abgeschmiert ist, aber ich denke nicht. Sollte nicht, ne. Wenn doch, dann haben wir es immer noch von mir. Das sieht gut aus. So, bei mir ist ein imaginärer Bahnübergang. Hingesetzt, gell? Nein, nein, es gibt vorne drei, dann gibt es nochmal zwei und dann gibt es nochmal zwei. Alter Schwede, ey, dieser Zug, das ist irre. Schon, ja, allerdings. Upo und Sie vergewischt. Stimmt, die Notbremse haben wir auch noch auf dem Zettel, Maximilian. Stimmt, wie weit hast du noch? Wie weit du noch hast? 37. Noch 50. Ja, okay, meine rechnen definitiv langsamer als deiner. Macht richtig Spaß zu fahren. Schon, ja, allerdings. Und ich glaube, die 70er, die waren auch interessant. Ja, für die muss ich halt Sounds finden. Sie hat einen anderen Motor. Aber das müsste man eigentlich, das müsste schon gehen. Es gibt zumindest recht viele von ihnen, was dafür spricht, dass es viele Aufnahmen gibt. Sollen wir die dann auf 110 setzen können? Höchstgeschwindigkeit oder müsste dann Google, wie viel sie hat? Bei der SC70? Ja, da würde ich einfach googeln. Ich weiß es gar nicht, wie viel sie aktuell, also wie viel sie wirklich hat. Weil ich glaube, die wird auch irre klingen, glaube ich. Ja, ähnlich wie die hier, nur noch ein bisschen voluminöser. Ich meine, wir könnten auch eine SD50 bauen, aber die Dinger waren so schlecht. Dass ja, dann lassen wir das. Obwohl sie nach der SD40-2 kamen, schon alle aus der Dienst gestellt sind. Dann lassen wir das lieber. Ja. Aber die hätte auch einen coolen Sound, hat mit einem 20 zu dem der Motor. Naja, bei uns in TWS dürfte sie ja funktionieren. Ja, ja. Wobei, du kannst ja irgendwann mal durch so mit einem Zufallsgenerator so einen Start-Fail-Loop einbauen bei einem Dieselmotor. Weil die Dinge sind ja auch schon einige Jahre alt. Und dann, wenn man startet, ja. Vor allem, wenn es kalt ist, wäre das witzig. Das stimmt, ja. Aber weißt du, was ich definitiv nicht einbaue? Die General Electric-typischen Turbolader-Probleme. Naja, den lassen wir lieber. Die führen nämlich zu so Sachen wie riesigen Rauchwolken im Auspuff, Kolbenfressern, Flammen, die aus dem Abgasrohr züngeln. Also ich kenne General Electric nur von Dings, von Triebwerken. Ja. Ah, vor allem die Dash 8-Familie von denen, die war einfach nur uiuiui. So,
Erinnere mich nachher dran, da schicke ich dir dann ein recht witziges Video. Okay. Also was wollen wir heute in Angriff nehmen? Ja, wie du meinst. Mir ist egal. Ich habe Zeit und ja, wir können Loks bauen, können Wagen bauen, ich kann programmieren, je nachdem, was du meinst. Man hatte mich eben gefragt, ob ich nachher was machen möchte. Ich glaube, du kannst dich ein bisschen an die Soundjagd und an Programmierung machen, oder? Ja. Weil, ich sag das ehrlich, in Soundjagd, da bist du besser als ich, was man verwenden kann und was nicht. Ja, verstehe ich. Ich weiß halt, worauf ich achten muss. Richtig. So, übrigens jetzt ganz genau 32 Kilometer noch. Okay, meiner rechnet doch gleich, weil ich habe jetzt... Nee, er rechnet langsamer. Ich bin jetzt bei 46,5. Oh, Wertungswagen von draußen. Hallo Taxi. Das war böse, ich weiß. Bisschen, ja. Aber auch nur ein wenig. Nur ein bisschen, ja. Nur ein bisschen. Okay. Hier ist gerade die Fliege über mein Haus drüber geflogen. Sehr tief. Oh. Ah, Emergency Descending. Na, dafür war er sogar zu weit unten. Keine 800 Meter hoch. Sportflugzeug oder? Wahrscheinlich irgendwas vom Militär. Hier in der Nähe gibt es zwei Flugplätze, einen zivilen und einen militärischen. Und es war ein Flieger mit Strahltriebwerken, aber es könnte genauso gut irgendeine Militärmaschine gewesen sein. Ich werde eher fertig sein als du, aber definitely. Meine Rechnung ist so langsam irgendwie. Ich weiß nicht, was das ist. Geschwindigkeit 105 km pro Stunde, Leistung 17.920 Kilowatt, maximale Zugkraft 4.088 km. Ich kann nicht auf 240 beschleunigen, lass mich! Geschwindigkeitsänderung auf 240 km pro Stunde in 15.781 Metern voraus. Ich habe noch 15,7 km bis zu dieser Änderung. Druck in der Hauptluftleitung, oh, 10 Bar. Kriegst mich nicht mehr. Maximale oh, Position, hier, hallo, hier. Ich krieg mich sowas von nicht mehr. 99%. Weil, dass die Waggons stehen, dann ja. 1527 Meter. Na, auch dann nicht. Ich kann ja auch dann nicht schneller als 105 fahren. Zugewicht, 9155 Tonnen. Okay. Höchstgeschwindigkeit, 105 km pro Stunde. Zug Sicherung. Aktivierte Sicherungssysteme, SIFA. Aktivierte Sicherungssysteme, SIFA. Ja. Wir haben in dem Zug nur die SIFA übrigens von der Zugsicherung her, gell? Information. Ich hab nämlich gerade beim Bordcomputer ein bisschen durchgeschaut. So, wie ist denn das Wetter? Es hat 8 Grad Celsius, es ist bewölkt. Die Höchsttemperatur beträgt 18 Grad Celsius, die Tiefsttemperatur beträgt 8 Grad Celsius. Die aktuelle Windgeschwindigkeit beträgt 17 km pro Stunde in Fahrtrichtung. 8 Grad und bewölkt. Und bei dir? 19 und bewölkt. Dann sei mal froh, dass deine Lok funktioniert. Bitte? Dann sei froh, dass deine Lok funktioniert. Wieso? Naja. So als Beispiel. Es gab da mal eine Lokomotive vom Hersteller Fairbanks Morse. Diesen Hersteller gibt es heute nicht mehr und das, es gibt einen guten Grund dafür. Die Lokomotive hat Trainmaster geheißen, was, um ehrlich zu sein, ein ziemlich genialer Name ist. Aber die hatte ein Problem. Und zwar, also Fairbanks Morse war ein kanadischer Hersteller und die Lok war für Kanada gedacht. Jetzt gibt es in Kanada das Phänomen, dass es da manchmal kalt ist, gell?
Ja. Weselok konnte damit sowas von nicht umgehen. Der Motor hat nicht gestartet. Der Sprit war zu kalt. Das Ja, deswegen Kühlwasser ist sage ich ja, dass du da gefroren. eigentlich mal so zufällige Sachen einbauen könntest, dass du da mehrfach probieren musst, um das Ding zu starten. Deswegen sage ich ja. Ja, eh. Aber man, der Train Master hat es definitiv nicht geschafft, Meister seines Zuges zu sein. Zumindest nicht in Kanada. In wärmerem Wetter, ja, aber nicht in Kanada. Kanada, in Kanada. Nein, Ja, und dann auf der anderen Seite gab es auf dieser Welt auch Lokomotiven, die dann so schnell so warm waren, dass sie sich spontan gedacht haben, ich wollte schon immer mal ein Feuerball werden. Und das haben sie dann auch gemacht. Die British Rail Class 21 zum Beispiel baute in den 1960ern die British Rail Modernization Plan, eine Diesellokomotive von der North British Locomotive Company. In diesem Satz waren drei rote Flaggen drin, was diese ganz fantastische Schwelle betrifft. Diese Maschine. Tja. Die Motoren wurden nicht zu den passenden Toleranzen gebaut. Das bedeutet, dass Treibstoff überall hinkam, wo er nicht hin sollte. Motoröl ist durch kleine Löcher ins Batterieabteil geflossen. Das war auch ganz toll. Dann hatten sie manchmal Kolbenfresser, weil die Toleranzen nicht gepasst haben. Die Belüftung hat nicht gepasst. Ja, und ganz nebenbei, das größte Problem, das auch mal fast jemanden umgebracht hätte, sie sind sehr gerne in Flammen aufgegangen. Zeitweise war das so schlimm, dass British Rail, wenn sie eine Lok von denen bekommen haben, die gar nicht in Betrieb genommen hat, sondern sie direkt aufs Abstellgleis gestellt hat, weil sie nicht Ja. wussten, was sie damit machen und nicht riskieren wollten, dass jemand stirbt. Sie wurden dann teilweise verschrottet und teilweise umgebaut in die Klasse 29. In der Form waren sie besser. Sie sind zumindest immer in Flammen aufgegangen, aber ah, so viel besser waren sie. Haben die da eigentlich gerade Loks gebaut oder Flammenwerfer, frage ich mich. Ach ja, und Kurzschlüsse hatten sie auch, gell? Was konnten die eigentlich? In Flammen aufgehen. Okay, Das hört sich akzeptiert. richtig gut. Nee, also. You say no thanks? Ja, definitiv nicht. Braucht Ist so. man Helft dann. Sie brauchen mein Japan-Zwölf. Jetzt Leute aus dem Osten zuhören. Sorry, aber ich liebe euer Dialekt. Ach, ich glaube, das nehmen Sie noch als Kompliment. Ich meine, ich könnte jetzt auch böse werden, aber da kann es sein, nee, Ich lieber würde auch nicht. böse werden. Naja, Maximilian, ich meine, du bist doch Österreicher. Was sagt ein Österreicher beim Schneckensammeln? Keine Ahnung. Ach, husch, husch, weg, Wanz. Ja? Warum nicht? Sorry, okay. Wir fangen jetzt hier nicht mit Landeswitzen an, das könnte schief gehen. Ich habe damit kein Problem. Ich, aber unsere Zuhörer vielleicht, und deswegen lassen wir das. So stimmt, gibt es ja auch noch. Ja, wir nehmen auf. Ah ja, genau. Warte mal, ist das gerade so? Ist das gerade so ein Unstoppable-Szenario? Ich roll hier vor dir weg und du versuchst mich zu verfolgen. Naja, da hätte ich meine Waage stehen gelassen. Hey, ich habe noch 37,5 Kilometer. 17,5. Okay, ja, meine rechnet sowas von langsamer. Ja,
Wenn bei dir das Bremssignal kommt, dann sag mir, wie viel du noch hast, weil ich werde dann auch einfach stehen bleiben und halt schauen, wie lange ich gebraucht habe. Okay. Weil ich schaff's sicher nicht pünktlich darüber. Nee. 3.14 Uhr, 50. 3.24 Uhr, 0. Ja, ich habe nämlich nur noch 10 Minuten. No way. Ja, ich habe noch 9 und ich habe 16 Kilometer. Wird auch eng, aber könnte sich ausgehen. Ja, ich drehe die AFB schon mal runter. Ich bremse ja gleich mit AFB. Ja, schau halt, dass sie aus ist, gell? Bitte? Schau, dass sie aus ist. Das habe ich gerade gemacht, ja. Ja, gut. Das drehe ich so runter auf 15. Sonst bei normalen Zügen bremse ich mal mit 20. Bei dem hier kann ich es noch nicht ganz einschätzen. Da drehe ich mal lieber noch mal ein bisschen mehr runter. Und du würdest dann wann auf 0 gehen? Bei 30 ungefähr. Ja, 30, das könnte 30, gehen, ja. 30, 35 ungefähr. Ja, so, stell da dann vielleicht mal auf 5 und roll dann damit halt rein. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie er bremst in niedrigen Geschwindigkeiten. Das weiß ich auch noch nicht, deswegen. Ja, na, werden wir sehen. Wird spannend. Das wird witzig, ja. Da bei der SD70 wird das Bremsen vermutlich auch interessant. Schnauze, Siefer, du hast nicht zu pfeifen, wenn ich rede. Alter, Hauptzwill! Ich glaub, die Siefer will unser Video zensieren. Ich glaube auch. Aber so schlimm sind wir gar nicht. Noch nicht. Ja, genau. Simulationsfahrten macht mit verschiedenen Eisenbahnsimulatoren. Ja, gibt's einige. Thinkrail. Achso, ja, kenne ich. Witzig wäre ja, wenn der uns mal zuhört, wie man das Ganze blind macht. Ja, stimmt. Kam mir gerade mal so der Gedanke. Das wäre generell ganz witzig, ja. Mhm. So. 13,3. Na gut, eben warst du schon mal 30 hinter mir, du kommst mir näher. Ah, ich war immer nur 20 hinter dir. 20? Okay, dann habe ich mich jetzt verrechnet. Ich bin echt mal gespannt, wenn das Stoppsignal kommt. Ja. Sag mal, ab wann sollte ich manuell anfangen zu bremsen, wenn es nicht kommt? Boah, gute Frage. Probier mal es einfach raus. Aber ich meine, bei mir ist es eh schon wurscht. Ich kann jetzt einmal eine Bremse machen und schauen, wie lange ich brauche. Lass mal. Fahr mal durch. Okay. Mein Score liegt bei 105. Passt. 105. Ja, meine auch. Welche Stimme hast du drin bei dir? Steffi. Nee, ich meine. Achso, du spielst nicht mit Skinhinder, gell? Nein, ich spiel mit so. Ja, ich spiel mit einem von der und hab ich auch die Arme. Ja, ich hab wegen dem Programmieren hab ich's so eingestellt, dass ich mit Arme spiele, weil. Ja, ich hab das Spiel so, dass Jaws automatisch abgedreht wird, wenn ich mit der nicht mit der Person spiele. Und dadurch, dass ich das mit dem Programmieren ja meistens so mache, spiele ich eben mit Arme. Dieser Zug ist genial. Mhm. Schon. Oh, das Teil auf einer Modellbahnanlage, das wäre wild. Ja, erstmal kommt ja nachher die SD70. Okay. Ich glaube, die würde auch witzig werden. Ich glaube, die jetzt mit diesem Zug hier keine Probleme. Ja, brauchst du wahrscheinlich auch so 50 Stück oder so, aber nee, Problem hat die damit nicht. Man kann die übrigens auch kombinieren, gell? Okay. Die können miteinander. Das klingt seltsam. Aber die Münzen auch, das ist auch eine reine Güterlok, gell? Ja. Bei EMD alles mit SD oder GP vorne sind reine Güterloks. Hast du von den Viechern eine kombinierte?
Wie bitte? Kennst du eine kombinierte Diesellok, die man da fahren lassen kann, also mit Gütern und mit Personen? Es gibt die 59er-Serie, das ist einmal die GP59 für den Güterverkehr und die F59PH für den Passagierverkehr. Mhm. Prinzipiell das gleiche, nur hat die F59PH einen extra Generator für die Zugsammelschiene, also für die Stromversorgung. Ja. Ich bin zumindest bei 8,6, jetzt muss ich mich mal langsam konzentrieren. Bei 8,6? Ich bin bei 31,7. Ich höre dich nicht, du bist zu weit weg. Ich höre mich aber. Die Programmierung vom Horn muss ich mir auch anschauen. Das stottert irgendwie so manchmal, gell? Ja, genau. Schaue ich mir mal an, woran das liegt. Oh mein Gott, das wird irre. Okay, ich habe noch 3 Minuten und 7,4 Kilometer, das klappt nicht. No way. No way. 3.20 Uhr, 50. Aber hey, ich habe noch 3 Minuten und 30,8 Kilometer. Ich meine, du kannst es ja versuchen. Hast du einen Raketenantrieb? Nee. Ach ja, weißt du, es gab mal Züge mit Düsentriebwerken, gell? Oh Gott. Häng dir die Concorde vorne dran. Die Concorde könnte den Zug wahrscheinlich nicht mal bewegen. Ja, bestimmt. Oder so ein 380er. Du, aber wo wir schon bei Turbinen sind, die könnte man natürlich auch bauen. Union Pacific war da mal so verrückt. Die kennst du vom Namen her wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, der kennt man. Hatten Gasturbinen-Loks. Die Maschine war 40 Meter lang. Und hatte einen Power-Output von, wie viel waren es? 4500 PS? War eigentlich nichts anderes als eine große General Electric Flugzeugturbine. Höchstgeschwindigkeit? Boah, keine Ahnung, 100 oder so. Hängt von der Generation ab. Es gab 3 Generationen. Ja, ich meine, die könnten wir auch bauen. Konzentrieren wir uns auf die große Schwester von der hier. Ja, klar. So, jetzt habe ich 5 Kilometer ganz genau. Aber für die Gasturbine hätte man zumindest Sounds, weil da kann man eigentlich einfach Flugzeug-Sounds nehmen. Ja. Oh, vielleicht baue ich doch die zuerst, allein schon, weil sie ungewöhnlich ist. Naja, aber dann macht bitte die Turbinen-Sounds im Inneren nicht so laut, weil sonst hört man kaum noch was vom Spiel. Ja, ja, eh. Bin ich eh. Ich würde sie leiser machen als im Original, weil im Original ist es unter die Ohren weggefaut. Auch im Inneren? Mhm. Ist der Driver mit Ohrschützern gefahren? Wenn es das damals gegeben hätte, so Arbeitsschutzgesetze, dann ja. So, jetzt habe ich gleich 3,5 und jetzt werde ich mich mal konzentrieren, dass ich das Geräusch zum Anhalten nicht verpasse. Genau, sag mir dann einfach, wenn es kommt, dann schaue ich mal, wie weit mein Bremsweg ist dann. Wenn ich einfach durchbremse mit minus 5. Mhm. So, jetzt kam gerade das Signal für. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 200 km/h. Genau. So, jetzt konzentrieren wir uns mal. Meine Damen und Herren. Über 2 Kilometer brauchst du, glaube ich, nicht. Nee. Balling. 3000er, oder? Ja, ja. Ah, ja. So, ich werde nach dem Video aber erstmal was essen. Ich habe Hunger. Mhm, verstehe ich. Und ich muss noch warten, bis es da ist. Ich werde mir was kommen lassen zum Mittagessen. Ah, ja. Was bestellst du dir denn? Oh, das weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt bei 1900 Meter und ich hatte immer noch keinen Bremston, also. Langsam mal kommen.
Keine Ahnung. Ich habe die Hand schon auf der Tab-Taste. Ah, gute Idee. Wir haben jetzt gleich den Tausender durch und der kam noch nicht. Jetzt! Wie viel? Jetzt! Bei 1000 eigentlich genau. Okay. Ja, ich bin auch schon dran. Schau mal, wie viel hier meiner bleibt. So, und ich lasse jetzt gerade auf 15 runter, gell? 86. Ja, mach das. 81. 77. 72. Jetzt bremsen noch eine Siefer 20, bremsen, okay. Das wäre uncool. Okay, Leute, das wird eng. Ich bin jetzt bei 50 und habe noch 300 Meter. Ja, das geht nicht aus. Ich drehe den direkt auf 0. 43. Oder erstmal auf 5. 39. 34. Ich bin schon auf 34 unten. 29. 24. Ja, das klappt aber. 15. Ich will ihn auf 15 lassen. Dann gehe ich bei. So, ich bin jetzt bei 15 und jetzt 60 Meter. Ja, ich glaube, das klappt auch scheiße. Der beschleunigt hoch, der rollt mir weg. Also, ich stehe schon. Noch nicht. Wenn ich jetzt anhalte, stehe ich wieder zu früh. Warte. So, jetzt soll ich hier mit 5 km/h weiter rein. Nochmal die letzte Siefer. Federspeicher gelöst. Federspeicher angelegt. Jetzt steht er aktiviert. Neutral. Geil! Ja, und ich hätte jetzt noch 26 Kilometer. So, wir machen den Motor mal aus. Einfach abrupt Stille, einfach zu nicht realistisch. Ja, es gibt noch keinen Motor aus Sound. Ich habe keinen online gefunden. Ich muss irgendwie selber einen schneiden und ich weiß noch nicht wie. Gut, ihr Lieben! Hat Spaß gemacht mal wieder. Definitiv, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, genau, bis dann. Ich jage jetzt dann mal nach Sounds für die nächste Lok und vielleicht gibt es dann in ein paar Tagen das nächste Video mit einem anderen Fahrzeug. Wer weiß. Vielleicht. Ciao. Tschüss.